Möchtest du weiterhin deinem Chef den Rücken kraulen oder willst du deine Leidenschaft zu deinem Beruf machen? Hier sind die Schritte, die du brauchst, um dein Hobby zum Beruf zu machen. Um ein erfolgreiches Business aufzubauen, brauchst du erstmal eine Zielgruppe. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Und es gibt da auch zig verschiedene, tausende Methoden, wie du über Jahre hinweg deine Zielgruppe erarbeitest und tiefe Analysen machst und bla bla bla. Ganz wichtig als allererster Schritt, Zielgruppe darf ruhig in einem Tag gefunden werden, weil die wird sich im Laufe deiner Karriere, in deinem Business immer wieder auch mal ändern. Deswegen stell dir folgende Fragen. Wem willst du mit was helfen? Das reicht schon, um grob rauszufiltern, wer deine Zielgruppe ist. Wenn du gar keinen Bock hast, mit Männern zu arbeiten, sondern du willst einfach nur mit Frauen arbeiten, dann weißt du schon, alles klar, okay, es sollten Frauen sein. Wenn du sagst, du hast keinen Bock auf so junge Dinger, die irgendwie keinen Plan vom Leben haben, sondern du willst mit Frauen arbeiten, die schon eine gewisse Lebenserfahrung haben, dann sollte deine Zielgruppe vielleicht zwischen 30 und nach hinten raus oder 40 nach hinten raus irgendwas sein. Wenn du sagst, du willst was erschaffen, du willst auch was machen mit deinen Händen, mit diesen Frauen, zum Beispiel irgendwelche Makramees oder irgendwelche anderen Sachen kreieren, irgendwas machen, dann hast du damit auch schon deine Dienstleistungsrichtung, deine Leidenschaft ja in Richtung von der Zielgruppe gemacht. Du kannst jetzt rausfinden, okay, welche Menschen stehen auch auf dein Hobby und finden das richtig nice. Und damit hast du deine Zielgruppe schon recht gut definiert für den Anfang, kannst damit schon mal starten und kannst dann wiederum rausfiltern, passt es wirklich, macht mir das wirklich Spaß mit denen, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass du eine klare Strategie entwickelst. Hier kommt oft ein Unternehmensberater auch ins Spiel, gerade am Anfang, wenn du selbst noch nie sowas gemacht hast und keinen Plan hast, wie man eine Strategie entwickelt, ist es sinnvoll, da jemanden an die Seite zu holen, weil du brauchst jetzt eine Art Businessplan. Businessplan nicht im klassischen Sinne, so ein 5-Millionen-seitiges deutsches urdeutsches Dokument, was vollgepackt ist mit irgendwelchem Kram, den kein Mensch braucht, sondern mach dir bewusst, was sind deine Ziele, wo soll das Ganze hingehen und welche Schritte brauchst du dafür? Also wie erreichst du die Leute, die du jetzt als Zielgruppe auch definiert hast? Wo sind die? Wo bewegen die sich? Wie erreichst du die mit einer gescheiten Marketingstrategie? Was ist deine Strategie, hinten raus auch zu verkaufen? Willst du das über Workshops zum Beispiel machen? Willst du das über 1:1 Verkauf machen? Willst du das online? Willst du das offline machen? Willst du einen Laden aufmachen oder willst du ein Geschäft von Mensch zu Mensch via Kamera zum Beispiel haben oder vor Ort, egal was, aber da eine klare Strategie draus zu gießen, wo deine Angebote reinpassen und wenn du das gemacht hast, dann kommt der nächste Step und dann kann es richtig abgehen. Als drittes darfst du nämlich ein Branding aufbauen. Das heißt, du darfst dir überlegen, willst du einen Firmenbrand aufbauen, wie jetzt beispielsweise Apple, Coca-Cola oder sowas, was mit einem Logo, mit einer Marke verbunden ist, oder willst du eine Personal Brand aufbauen, was ich dir als Einzelperson am Anfang, als erstes Business sehr wahrscheinlich auch empfehlen würde, je nachdem, was genau du machen willst, weil die Person selbst zu verkaufen in der Welt der Konkurrenz da draußen viel einfacher ist als ein einzelnes Produkt. Weil warum sollte jetzt jemand eine Limonade von dir kaufen, wenn es draußen schon Coca-Cola gibt, außer du hast eine mega starke Personal Brand oder dein Produkt hat eine Eigenart, eine sehr spezielle, aber umso wichtiger ist es, egal was, diese Eigenarten entweder von dir oder von deinem Produkt durch ein starkes Branding herauszustellen, damit den USP klar zu machen, damit die Leute auch checken, warum sie zu dir kommen sollten. Punkt Nummer 4 ist Mehrwert bieten. Du darfst Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert im Kopf haben. Überlege dir, wie deine Dienstleistung, bei uns geht es ja hauptsächlich um Dienstleistung, weniger um Produkte, also auch bei unseren Kunden, überleg dir, wie du die noch mehr vollpacken kannst mit Mehrwert. Das Wort mehr steckt überall drin, einfach mehr, mehr, mehr. Damit du dich abgrenzen kannst von anderen. Wenn beispielsweise im Coaching-Markt, Business-Coaching-Markt, jetzt jemand einen Videokurs hat und einen Call hat oder so. Toll, ist schon mal gut. Überleg dir, wie du dich davon noch abgrenzen kannst. Bei uns zum Beispiel gibt es sehr viele auch Offline-Sachen, wo wir uns stark abgrenzen, weil wir sagen, wir kombinieren die Online- und die Offline-Welt sehr gut miteinander. Wir haben eine sehr hohe Individualität gegenüber vielen unserer größten Konkurrenten, die diese Individualität einfach gar nicht bieten können. Wir wollen auch gar nicht bis über eine gewisse Größe hinauswachsen aktuell, weil wir sagen, wir wollen diese Individualität beibehalten. Gleichzeitig aber auch eine hohe Kompetenz zu haben, eben einen starken Videokurs zum Beispiel zu haben, wo schon sehr viel Content auch drin ist, damit niemand, ich erlebe das immer wieder, gerade am Anfang der Selbstständigkeit, Leute mir sagen, die haben schon einen Mentor,
Und dann kommt, ja, okay, hast du dich denn mal geprüft, ob du dich von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen musst? Nee, wieso? Das ist was, was dich hinten raus das Business kosten kann, aber in fast keinem Business-Coaching wird es mitgegeben. Das ist bei uns einer der essentiellen Punkte am Anfang. Es dauert 10 Minuten das Video oder 5 Minuten das Video, dann weißt du, wie du das machst, das ist 20 Minuten Aufwand und dann hast du für dein Leben das geklärt und es kommt nicht in 5 Jahren jemand und sagt, okay, wir hätten gerne mal 80.000 von dir, gib uns das mal und du stehst da und sagst, ja, shit, wie soll ich das jetzt machen? Deswegen ganz wichtig, solche Sachen auch zu beachten, gerade wenn du dir auch jemanden an die Seite holst, ob der das mit drin hat. Und umgekehrt, wenn du was aufbaust, dass du auf solche Sachen achtest, wie kannst du den Mehrwert so groß schrauben, dass du dich von der Konkurrenz abhebst. Punkt Nummer 5, bilde dich selbst immer weiter. Schau, dass du sowohl Branchenwissen, also Fachwissen, dich weiterbildest, als auch dein Mindset und andere Themen, auch Soft Skills wie Sprechen können, Kommunikation, Rhetorik, solche Sachen, du immer wieder auf ein neues Level hebst. Weil wenn du dich selbst dann weiterbildest, wenn du selbst einfach stagnierst und auf dem Level bleibst oder manche Fähigkeiten vielleicht sogar einrosten, weil du die immer weniger verwendest, dann wirst du am Markt langfristig keinen Bestand haben, sondern im Gegenteil, du wirst langsam wird das ganze Berg abgehen. Deswegen da immer wieder auch dich selbst weiterbilden und gucken, wo kannst du deine Fähigkeiten noch optimieren. Punkt Nummer 6, bau dir ein starkes Netzwerk auf. Du brauchst starke Kontakte, denn je größer dein Netzwerk ist, desto einfacher ist es auch Geschäfte zu machen. Je einfacher ist es, Menschen zu haben im Netzwerk, die auch wirklich deine Hilfe brauchen. Wenn du 100 Leute kennst, und du hast eine Dienstleistung, wo du zum Beispiel, keine Ahnung, Autowäsche anbietest, dann haben von 100 Leuten vielleicht nur 70 ein Auto. Davon haben 40 ein Auto, was sie nie zur Wäsche bringen, weil sie sagen, es lohnt sich dafür nicht. Das heißt, du hast nur 30%, also 30 Leute, die potenziell deine Kunden sind. Davon sind 20 vielleicht schon wieder woanders Stammkunde, also hast du nur 10 in deinem Netzwerk, die dafür geeignet sind. Wenn dein Netzwerk aus 1000 Leuten besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass dort schon mal 100 Kunden, potenzielle Kunden drin sind. Also mach dir klar, je größer dein Netzwerk, desto größer auch dein mögliches Einkommen bzw. deine Möglichkeiten. Gibt da einen schönen englischen Satz auch, your network is your net worth. Das bedeutet, dein Netzwerk ist dein Nettowert quasi, also dein Einkommenwert. Und das ist einfach immer wieder genau das, je krasser und je besser dein Netzwerk ist, desto krasser und desto besser kannst du dein Leben, dein Business etc. aufbauen. Deswegen such dir auch da immer wieder, gerade auch in deinem Umkreis, wo du leben willst, Menschen, die schon da sind, wo du hin willst oder auch Menschen, die auf einem ähnlichen Weg sind. Zum Beispiel über Seminare, da habe ich die letzten Jahre so unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt, die sich weiterbilden, die auch auf einer Reise sind und mit denen du was Geiles, auch Freundschaften etc. einfach aufbauen kannst. Punkt Nummer 7. Arbeite an deiner Life Balance. Warum Life Balance? Weil, wenn du selbstständig bist, dein Leben und deine Arbeit eins wird. Das heißt, du brauchst eine Life Balance. Du brauchst immer irgendwie einen Ausgleich zu deiner Arbeit. Selbst wenn deine Arbeit dir mega Spaß macht, sollte darunter nicht dein Privatleben leiden, sondern du solltest das möglichst sinnvoll und möglichst symbiotisch miteinander verbinden können, sodass du richtig Bock hast, richtig auch was leisten kannst und gleichzeitig noch auch private Erlebnisse und die Welt siehst etc. Das heißt, einfach Erfahrungen sammelst in jeglicher Hinsicht und Spaß hast bei dem, was du tust. Also achte darauf, dass du nicht jeden Tag 16 Stunden einfach nur vor deinem Laptop sitzt und das machst, sondern dass du guckst, dass du auch andere Dinge einbaust in deinen Alltag, dass du Sport machst, dass du dich mit anderen Menschen austauschst, dass du die Weiterbildung einbaust, dass du Freunde und Familie einbaust, dass du mit denen auch Zeit verbringst. Das Geilste ist, wenn du das eben jetzt schaffst, das nicht komplett voneinander zu trennen, sondern das zu verbinden. Wenn deine Freunde auch deine Geschäftspartner sind, wenn dein Business es dir ermöglicht, auch parallel zum Beispiel die Welt zu sehen. Das heißt, du kannst es verbinden mit Reisen oder sowas. Das ist natürlich der Optimalfall. Dann kannst du dir eine richtig, richtig geile Life-Balance schaffen und das sehr, sehr simpel. Punkt Nummer 8. Glaube an dich und an deine Leidenschaft. Wenn du daran zweifelst, dass du das auch wirklich aufbauen kannst, wenn du daran zweifelst, dass deine Idee auch wirklich gut ist, dann wirst du sehr wahrscheinlich früher oder später scheitern. Mal zu zweifeln, vollkommen okay, das kann dazugehören. Nur arbeite immer wieder daran, dass du dieses Selbstvertrauen und das Vertrauen und den Glauben an deine Dienstleistung, an dein Produkt und an dich aufbaust und aufrechterhältst.
Weil das ist die Basis dafür, dass das Ganze auch funktionieren kann. So kannst du dann auch durchhalten in schweren Zeiten und am Ball bleiben, wenn es einfach mal nicht so geil ist. Ja? Das heißt, wenn du die richtigen Leute um dich hast, auch Mentoren und sowas, wenn du das Durchhaltevermögen hast, die positive Lebenseinstellung hast und einfach auch an dich glaubst, dann hast du die Grundvoraussetzungen dafür, dein Hobby zu einer erfolgreichen Selbstständigkeit auszubauen und damit deinem Chef nicht mehr den Rücken zu kraulen, sondern den Rücken zu kehren. In diesem Sinne freue ich mich, dich beim nächsten Video wieder dabei zu haben, dich gerne nochmal persönlich kennenzulernen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, wann auch immer du das Video schaust. Like das Video gerne, wenn es dir gefallen hat und du es bis hierher geschaut hast. Abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, weil dann verpasst du keins der nächsten Videos. Ich freue mich auf dich, dein Tibor.